Liebe Berlinerinnen und Berliner, verehrte Freunde und Genossen, vor Ihnen steht ein glücklicher Mensch, einer für Hunderte und Tausende. Hinter dem Vorhang warten viele Künstler auf den beglückenden Moment, wo sie endlich von ihrer neuen Wirkungsstätte sozialistischer Unterhaltungskunst Besitz ergreifen können. Und die Bürger unserer Republik freuen sich auf die Stunden des künstlerischen Vergnügens, das sie in diesem Zuschauerrund verbringen werden. Mit ganz besonderer Freude begrüße ich heute hier mitten unter uns den Generalsekretär des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und Vorsitzenden des Staatsrates, unseren Freund und Genossen Erich Honecker. Ein herzlicher Gruß gilt ebenso allen weiteren Genossen unserer Partei und Staatsführung. Mit Freude heiße ich auch die Damen und Herren des Diplomatischen Korps im neuen Friedrichstadtpalast willkommen. Liebe Freunde, als Professor Gieske vor gut 3 Jahren mit uns die ersten Absprachen über dieses kolossale Projekt traf, da wagten wir kaum zu glauben, dass dieser Revue-Traum einmal Realität werden würde. Nun ist er da, schöner noch, als wir ihn erträumten, ausgestattet mit modernster Bühnentechnik, um unsere Kunst auf eine neue Basis zu stellen. Die Hauptstadt Berlin verfügt nun im 35. Jahr unserer Deutschen Demokratischen Republik über ein Revue-Theater, das in seiner Art europäische Spitzenklasse darstellt. Der neue Friedrichstadtpalast, den wir am Vorabend des 1. Mai, des Internationalen Kampf- und Feiertags der Arbeiterklasse, in Besitz nehmen, ist ein Geschenk dieser Arbeiterklasse und aller Werktätigen an die Freunde des Theaters und der unterhaltenden Künste. Wir bedanken uns ganz besonders bei der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, dem Zentralkomitee und seinem Generalsekretär Erich Honecker persönlich für die Entscheidung, den Friedrichstadtpalast hier an dieser Stelle in neuem Glanze errichten zu lassen. Und gestatten Sie mir, auch den Mitgliedern des Ensembles die Hand zu drücken, ohne deren einsatzfreudige Arbeit in den zurückliegenden Jahren dieser Abend nicht möglich gewesen wäre.
Der Friedrichstadtpalast kann auf eine traditionsreiche Vergangenheit der Revue und des Varietés zurückblicken und wird sich zugleich den unterhaltungskünstlerischen Forderungen der Zukunft stellen. Der Friedrichstadtpalast ist immer auch eine Stätte des politischen Bekenntnisses für Frieden und gesellschaftlichen Fortschritt gewesen und wird es auch in Zukunft sein, in einer Zukunft des gesicherten Friedens, auf die wir mit den Mitteln unserer Kunst schon heute Lust machen wollen. Lachen, Lebensfreude und Optimismus zu vermitteln, das ist unsere Kunst. Drum lassen Sie mich den Dankesworten nur noch folgende, auf unterhaltsame Weise formulierte Verpflichtung hinzufügen. Wir wollen es mit Schwung und Liebe lohnen und immer wissen, was wir schuldig sind. Die neue Bühne harrt der Attraktionen. Drum, Bühne frei, das Spiel beginnt.
scheint die Stadt sehr viele Gäste anzuziehen. Und es kann höchst sein, wenn man unter ihnen gehen, Friedrichstraße sehen. Da will man was erleben, mit Harlekinen spielen. Neu ist der Palast, Friedrichstadt-Palast, in der Friedrichstraße 110. Der Tag entlassen aus seiner Hast. Und wie wir alles geben, sie wollen wir erleben. Ich bin.
Toll, ich komme hier von oben, ja? Voll links komme ich, wie immer. Ja. Ach ja. Das war ja. Der 27.04.84. Hauptstadt der DDR, unser neuer Friedrichstadtpalast. Ich begrüße Sie von hier oben recht herzlich. Jetzt wissen Sie auch, was OF heißt. Oben fliegt er. Dresden grüßt die Hauptstadt. Hab ich Applaus erwartet. Naja, wie ihr wollt. Ja. So, jetzt bin ich hier oben. Eben begrüßen wir unsere Gäste aus der Sowjetunion, vom sowjetischen Staatszirkus, die Litschkatir. Und jetzt komme ich mit der Venus runtergeflogen. Das hätten wir im alten Haus nicht machen können. Da wäre ich noch nicht alleine runtergekommen, sondern der Rest auch. So, fahren wir ein bisschen schneller. Das ist die heitere Muse. Zu schnell will sie sich auch nicht bewegen. Kleiner Gag. Hallo, meine Herren. Haben Sie auch verkleidet hier in den Jubelkutten? Nimmt mal ab hier. Ach so, ich muss mich hier abschneiden, ich Dummer. Tja, wenn man von so weit oben kommt, muss man sich schon anschnallen. Ach, da bin ich. Ach. Ein schönes Haus. So, liebe Gäste, liebe Freunde, ich begrüße Sie recht herzlich. Und wenn man das so sagen darf, als alter Hase der Unterhaltungskunst, mit großem Glück stehe ich hier auf der Bühne, dass wir dieses Haus haben. Unser neuer Intendant hat ja gedankt, bis gestern war er noch Direktor. Unser neuer Intendant hat, wir können uns nur anschließen, wir Kollegen von der Unterhaltungskunst, es ist ein Glücksgefühl hier zu stehen. Und unserem Architekten ist es auch gelungen, dieses Haus uns gleich heimisch zu machen. Man fühlt sich richtig wie zu Hause. Es ist richtig ein herrliches Haus, also vielen Dank dafür. Und der alte Friedrichstadtpalast ist tot. Es lebe der Neue. Nun haben wir ja ein Jahr, das ist ja auch gut. Ich könnte mich vor Freude selber beißen. Also, das ist ein Gefühl. So, liebe Gäste, nun haben wir das Jahr 84 wieder ein großes Jahr. Ein großes Jahr, nicht nur allein durch die Einweihung des neuen Hauses. Wir haben die Volkswahlen, die stehen ja kurz vor der Tür. Das ist in meiner Familie hervorragend eingerichtet. Ich bin Mitglied des Nationalrats der Nationalen Front und meine Frau kandidiert wieder für die Stadtverordnetenversammlung. Und so gebe ich ihr zweimal im Jahr Anweisungen, den Rest des Jahres arbeitet sie. Also das jeden Tag, also wirklich wahr, da haben wir, das ist auch schön, wir haben den Tag, unseren Jahrestag, den 35. Jahrestag. Anfang des Jahres waren schon die ersten Losungen in den Zeitungen, damit wir im Oktober nicht so sehr überrascht sind. Wir haben Humboldt, wir haben das neue Haus, also was, es war natürlich, 83 war ja nur noch größer, nicht? Also Karl Marx ja, Karl Marx hat gesagt, die wesentliche Form des Geistes ist Heiterkeit. Und wir hoffen, dass wir dieses Haus, dieses neue Haus, dieses schöne Haus mit Heiterkeit erfüllen können. Dann hatten wir Martin Luther, den ich auch mit Freude erwähne, weil kaum noch ein über ihn spricht. Also Martin Luther hat gesagt, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, zweimal in der Woche, Amen. Dann hatten wir Wagner, der gesagt hat, verachtet mir die Meister nicht. Die Meister sitzen dort oben. Ich begrüße das Orchester des Friedrichstadtpalastes unter Leitung von Musikdirektor Hans Schulze-Bargin. Einen haben wir vergessen im vergangenen Jahr, das war August der Starke. Er war am 1. April, war er 250 Jahre tot. Sie können sitzen bleiben. Wir haben ihn nicht erwähnt, nicht aus Faulheit, nicht aus Feier. Nein, zuerst werden die Preußen aufgearbeitet. Und wir haben ja so viele. Wir haben ja, so viel hat uns August der Starke hinterlassen, Dresden, entschuldige, wenn ich mal mit Dresden rede, aber er hat uns ja viel hinterlassen, wir haben alles wieder aufbauen müssen nach diesem wahnsinnigen Krieg und den sinnlosen Zerstörungen. Den Zwinger zum Beispiel, den Dresdner Zwinger haben wir schon begonnen 1945 aufzubauen. Eine große kulturpolitische Tat, wir haben gleich damit begonnen, noch schon im Trümmerfeld, also Sie sehen, wir setzen unsere Kulturpolitik fort. Wir haben die Kathedrale rechtzeitig fertiggestellt, dass sie Franz Josef Strauß schon sehen konnte. Gegen ein geringes Entgelt und wir
Der Genosse Mittag hat nicht gelacht. Und das... und... Doch, jetzt schmunzelt er. Also, ein Stein vom Herzen. Nein, aber dann werden wir die Semperoper im nächsten Jahr fertigstellen. Da freue ich mich auch schon drauf, obwohl der Friedrichstadtpalast mir näher liegt, denn den konnte ich einweihen. Bei der Semperoper hätte ich Schwierigkeiten. So krank kann Schreier gar nicht werden, wie ich gesund singe. Aber trotzdem, wenn man so nachdenkt, nicht, also wie viel die Preußen wieder da sind. Nicht, also mit Blücher zum Beispiel habe ich gerechnet, mit Blücher. Der wurde tatsächlich von Karl Marx einmal lobend erwähnt. Mehr konnte er nicht erreichen. Aber Friedrich der Große, dass der wieder eingeritten ist, war doch eine Überraschung. Friedrich der Zweite, er schrieb in seinem politischen Testament 1752, schrieb er, Sachsen wäre am nützlichsten. Da hat er 1756 Sachsen besetzen lassen. Die Soldaten wurden gefangen genommen und die Sachsen mussten nach Preußen Waren liefern. Und dieser schönen Tradition sind wir dann bis heute treu geblieben. Jetzt aber freiwillig und mit Bewusstsein, und die Bezirksdelegiertenkonferenzen der Parteien haben das hier bewiesen, wie viele sich für den Aufbau unserer Hauptstadt gemeldet haben. Und auch dieses Haus ist ja so, zum Beispiel die ganze Brückenkonstruktion, die ganze Bühne ist erbaut worden von einem Dresdner Großbetrieb. Jetzt will ich mal sehen, ob ich das richtig sage, das ist immer so schwer. Dresdner Brücken- und Stahlhochbau. Ja, Dresden, Niedersedlitz haben das gebaut. Und so kann man sagen, dieses Haus steht folgerichtig in unserer Hauptstadt, aber es gehört der ganzen Republik. Und dafür sind wir dankbar. So, liebe Gäste, so. Wir begrüßten Dagmar Frederik mit unserem Ballett. Dagmar Frederik sang in ihrer großartigen Art einen neuen Titel. Es ist eine Welturaufführung. Wir wollen ja nicht zu kleinlich sein. Als Welturaufführung war dieser Titel mit unserer Dagmar Frederik. Und nun geht's weiter. Wir wollen jetzt Zirkus machen. Wir können in diesem Haus so viel tun und wir wollen Ihnen jetzt ein wenig die Illusion einer Manege geben. Wir haben noch viele andere Überraschungen, das wollen Sie alle sehen. Und wir sind ja auch gespannt, ob es klappt. Also, toi, 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 es hat immer geklappt bis jetzt. So. Gassas Seelöwen kommen heraus. Sie kommen aus der Schweiz, darüber rede ich nachher vielleicht noch einmal. Eine Darbietung, die nicht nur amüsant ist, es ist eine so großartige Dressur, dass Sie Ihre Freude haben werden. Ich muss jetzt etwas schnell sprechen bei Gassas Seelöwen, denn Sie müssen nass, also Sie dürfen nicht trocken werden. Und welche Künstler arbeitet jetzt schon gerne? Also nicht, das heißt, ich darf ja nicht anders mehr. Also so. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend mit recht viel Freude, Nadja, Gasser und ihre Seelöwen, und einen schönen Abend. Dann muss ich noch sagen, erleben wir Zirkus, Zirkus, Zirkus mit einem Charivari. So, das hätte ich auch richtig rausgekriegt, Charivari. Also recht viel Freude wünsche ich Ihnen, ihr euer Weidling, und seien Sie weiterhin so guter Laune in unserem neuen Haus. Das Haus allein hat es verdient.
Und nun, meine Damen und Herren, wird Jenny ein Tablett mit 4 Sektgläsern balancieren. Thank you.
Manege frei. Zirkus, 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 Zirkus. Yeah.
So, meine Damen und Herren, liebe Gäste, das war Zirkus, Zirkus. Und wir erlebten die Damen und Herren des Cantus Chor als Clowns. Man sieht sie ja sonst immer nur im Hintergrund. Das war der Cantus Chor. Na? Richtig. So, aber Sie sind ja jetzt auch fasziniert vom Aufbau. Jetzt kann ich mich hier durchschlängeln, dass ich nichts auf den Kopf kriege. Hier muss ich aufpassen, weil sich hier schon was absenkt. Nicht, dass ich hier nach hinten abhaue, auch wenn es jetzt leichter ist. Aber Sie wissen ja Bescheid, nicht? Also nach wie vor, man muss wissen, wo man hingehört. Nun, aber wir hatten auch diesen herrlichen Tag heute. Das ist ja auch, ich finde das so schön, dieses neue Haus wird eingeweiht und über Berlin scheint die Sonne. Das muss man mit Freude sagen. Vielleicht kriegen wir wieder so einen heißen Sommer. Wir hatten ja zwei Sommer hintereinander. Es war ja eine Freude für unsere Kinder. Gesundheit. Also sie konnten ja richtig ihre Ferien feiern, unsere Kinder. Nicht die langen Ferien. Nur finde ich, man verdirbt unseren lieben Kindern die große Freude an den Ferien durch diese schreckliche Bedrohung mit den Zeugnissen. Gucken Sie mal ein Zeugnis an, das sieht so lecker aus. Hübsch eingebunden in die kleinen glitzernden Täschchen, wo man die Zeugnisse reinsteckt. Außen in Goldprägung das Emblem unserer Republik. Und da drin steht so viel Entsetzliches. Also ich war nicht unzufrieden mit meinen Kindern. Mein Großer hatte sogar eine 1 auf dem Zeugnis. Bei entschuldigt gefehlten Tagen. Aber mein Kleiner gibt sich mehr Mühe, der ist jetzt 11 Jahre alt. Ich mache meine Enkel selber. Es ist ja sagenhaft, was wir von unseren Kindern heute in der Schule verlangen. In der ersten Klasse rechnen die kleinen Kerle schon im Mathematikunterricht mit Buchstaben, die sie im Deutschunterricht noch gar nicht gelernt haben. Neulich hat mich der Kleine nach 3 Unbekannten gefragt, na, ich kenne doch die Leute nicht. Also es ist schon kompliziert, aber unsere Kinder sind auch sehr kreativ. Sie leben mit unserer Muttersprache und durch sie lebt die Sprache. Sie erfinden immer neue Synonyme. Plötzlich, wenn etwas gut ist, dann ist es, wie sagen Sie, das ist sauber. Wenn es noch besser ist, dann ist es übelst. Und wenn es ganz gut ist, ist es viehigst, nicht? Da kommt man nicht mit. Auch die Kommunikation ist anders als zu meiner Zeit. Wenn ich zum Beispiel meinem großen Sohn, der ist 17 Jahre alt, etwas sage, das ist schon falsch, wenn ich ihm etwas bitte. Das versteht er erstmal nicht und sagt, was liegt denn an? Dann wiederhole ich das, da sagt er, das fällt wohl aus. Und dann kommt der Kleine und sagt, das kannst du vergessen. Und dann rege ich mich auf, schluck eine Obsidian und dann kommt meine Frau, da erkläre ich das alles. Und die macht's dann. Und dadurch haben wir ein richtiges, glückliches Familienleben. Eine richtige, kleine, gesunde Keimzelle. Nun, aber wir lieben ja unsere Kinder. Unsere Republik hat sowieso so große, schöne Vorzüge. Wir vergessen sie manchmal. Wir sind nett zueinander. Es könnte noch besser werden, dass man nett zueinander ist, auch wenn man vom anderen nichts braucht. Also, aber wir sind es nicht. Wir geben uns ja Mühe. Wir lieben die Tiere zum Beispiel. Das ist auch was Schönes. Die Hauptstadt hat allein 50 registrierte Katzen und 30.000 registrierte Hunde. Und eben bei Gassas Seelöwen habe ich ja auch gemerkt, mit großer Freude und Tierliebe, sie dieser Darbietung zuschauten. Das war übrigens eine internationale Darbietung. Die Seelöwen kommen aus Kalifornien. Für die Fachleute, jetzt habe ich wieder einen falschen Zettel. Ich will es nur mal lateinisch sagen, damit Sie auch sehen, ich hatte auch noch ein bisschen Bildung. Das war der Salifus Californicus. Also sie kommen aus Kalifornien, sind in der Schweiz aufgezogen worden. Die Sektgläser waren aus Weißwasser. Der Teller aus Ungarn und die Heringe aus West-Berlin. Also so, liebe Gäste, nun aber, ist ja gut. So gut war das gar nicht. Nun haben wir unseren Aufbau fertig. Wir erleben nun wieder eine Spitzenleistung der Artistik, auf die wir sehr stolz sind. Eine artistische Leistung aus unserer Republik, die fliegenden Menschen, die Glorias. Und dazu kann ich Ihnen nur viel Freude wünschen. Und auch das ist wieder der Vorteil dieses Hauses. Auch das können wir nur wieder hier machen. Also die Glorias.
Oh, nee. Welche Synthese von Armut, Mut, Charme, Tollkühnheit. Also ich hatte schon Schwierigkeiten, oben aus dieser heiteren Muse zu kommen, hier oben zurückzukommen an der Station Süd 1. So, ja, das war schon also toll. Die Gloria ist eine Spitzenleistung, die uns unsere Republik überall vertritt und vertreten hat. Jetzt kommt der Abbau, da muss ich aufpassen, dass ich nichts vom Kopf kriege. Weil, aber das geht alles so sicher. Soll ich irgendwie helfen? Ja, jetzt aufmachen, richtig. Man hilft ja gerne mit. Und jetzt runterlassen. So, ich habe das Gefühl, Sie hätten es auch sonst geschafft. Ich werde mich mal nach drüben spielen jetzt, wenn wieder was Neues kommt. So, liebe Gäste, die Unterhaltungskunst, sie hat sich in unseren 35 Jahren entwickelt. Sie ist ein echtes Produkt unserer Republik, kann man wohl sagen. Wir hatten die zweite Konferenz der Unterhaltungskunst jetzt in Karl-Marx-Stadt, haben wir getagt. Mit großem Erfolg haben uns neue Ziele gestellt und dieses Haus fordert uns ja auch neu wieder. Wir hatten die erste, da haben wir in Berlin getagt, in der Volkskammer. Damals saß ich sogar im Präsidium, Heinz Quermann auch und Monika Herz. Man hat dich lange ausgesucht, aber es war sehr erfolgreich. Das war unsere erste Konferenz, dann die zweite. Die Schriftsteller hatten inzwischen ihre neunte. Aber dafür kamen zu unserer Konferenz alle, die wir eingeladen hatten. Also Sie sehen, Unterhaltung hat was mit Haltung zu tun. Wir haben ja alle viel zu tun, wir Unterhaltungskünstler. Das ist ja das Schöne. Einmal ist das Bedürfnis nach Unterhaltungskunst in unserem Lande sehr groß. Und dann haben die Betriebe alle Geld für ihre Kulturarbeit. Und das müssen sie im laufenden Kalenderjahr loswerden, sonst kriegen sie im nächsten Jahr weniger. Und davon leben wir. Mein Kollege Ronald Neulert geht so gut, der fährt sogar einen Volvo. So einen hässlich weißen, mir gefällt er nicht, meiner ist gelb. Aber man muss ja viel fahren. Ich fahre im Durchschnitt 5000 Kilometer im Monat, auch mit dem neuen Benzin extra. Es muss von der Kirche kommen, das klingelt andauernd. Und da hat man ja einen eigenen Fahrstil. Das linke Auge beobachtet immer sehr aufmerksam den Straßenverkehr und das rechte schweift über die Büsche, ob da eine weiße Maus sitzt. Und wenn man denkt, die sind so raffiniert und so intelligent und so fleißig, wenn man denkt, an der Stelle kann gar keine sitzen, da sitzen die. Zum Beispiel die schöne Strecke Rostock-Berlin, da konnte man richtig losfahren. Aber seitdem dort Transit ist und sich uns eine neue Erwerbsquelle erschlossen hat, da sitzen die bei Wittstock und Herzsprung Tag und Nacht. Also wirklich, man kommt nicht zur Ruhe. Nun, aber liebe Gäste, wir haben ja nun wieder neue Überraschungen dabei. Ich sage ja schon, Unterhaltungskunst geht es voran. Auch deswegen, weil wir Botschafter waren, schon unsere Unterhaltungskünstler. Schon lange, ehe wir anerkannt wurden, haben wir auch schon gearbeitet. Das heißt, unsere Artisten. Und wir haben immer wieder viele, viele Gäste bei uns gehabt. Auch von Anfang an, die gerne zu uns gekommen sind. Internationale Gäste. Und jetzt habe ich die große Freude, erstmal zu gucken. Jetzt kommt nämlich von unten etwas hoch, ja? Ich soll aber nicht sagen, dass jetzt ein Wasserbassin hochkommt, damit die Überraschung nicht weg ist. Deswegen erfahren Sie es von mir nicht, dass jetzt Wasser kommt. Obwohl Wasser kommt, ja? Also 30 Grad warm. Aber von mir wissen Sie es nicht. Sie müssen jetzt ganz erstaunt sein und A sagen. Sogar mit Inhalt. Also unser Wasser. Und dazu begrüßen wir, und das finde ich so schön, für die Feinschmecker im Humboldt-Jahr begrüßen wir jetzt einen lieben Gast aus Kuba. Havanna grüßt Berlin mit Letizia Herrera. Letizia heißt Freude und Fröhlichkeit und das ist sie mit ihrem kleinen Ensemble. Sie kommen auf die Bühne, sie ist die erste Vedette vom Tropicana Havanna und wir sagen ihr herzlich willkommen. Jetzt rastet es ein, also herzlich willkommen und guten Abend unserem Stargast aus Havanna, Letizia Herrera. Vaya arriba,
marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Show down, way, oh down, way.
geschenkt. Wenn ich im Schatten sehe, dass ich auf allen Wiegen, ist deine Schmerz nicht halt in dir. Dass alle Lieder dieser Erde in dir klingen, sing jetzt sei glücklich mit mir. La, la. Wie gefällt Ihnen unser neues Haus? Ich sehe, wir sind einer Meinung. Wussten Sie, dass der gute alte Friedrichstadtpalast eine hochinteressante Vergangenheit hat? Ich könnte Ihnen Geschichten erzählen. Es begann als Markthalle. Ja, als Markthalle. Eines Tages machte der Laden dicht und statt Weißkohl und Tomaten gab's nun Clowns und Akrobaten. Pferdedressuren, nachgemachte römische Wagenrennen und eine echte griechische Tragödie. Auf so eine Idee konnte bloß Max Reinhardt kommen. Naja, und dann wurde wieder mal umgebaut. Und die Markthalle hieß nun vornehm Großes Schauspielhaus. Von den Berlinern liebevoll Tropfsteinhöhle genannt. Hier spielten Eduard von Winterstein, Heinrich George, die Dietrich, Hans Albers, Emil Jannings und Trude Hesterberg. Und dann kam Scharell mit seinen Revuen. Und das war schon fast wie Friedrichstadtpalast. Dann kam nur noch die Kunst zu überleben. Kollege Schiller sagte, neues Leben blüht aus den Ruinen. Und Goethe, wer schaffen will, muss fröhlich sein. Oberst Rogoljow fasste dies in einem Satz zusammen. Berlin bekommt ein Varieté. Und das war die Nummer eins. Hübsche Beine. Die hübschen Beine sind bis heute die Nummer eins geblieben, stimmt's? Und dann kamen sie aus aller Welt. Die Großen, die ganz Großen. Die Musizierenden, Singenden, Tanzenden, Hinreißenden, Komischen, liebenswerten Gäste des Friedrichstadtpalastes. Und sie ließen alle was hier, eine schöne Erinnerung. Dafür nahmen sie auch was mit, eine schöne Erinnerung. Und der Palast packte ein, Kostüme, Requisiten, Instrumente und ging auf Reisen. Wir waren in Moskau, Leningrad, Budapest, Prag, Warschau und in der Republik.
Liebe Freunde, wie oft hat unser Haus schon gewackelt? Vor Begeisterungsstürmen. Und plötzlich wackelte es wirklich, sagten die Experten. Es stand nicht mehr auf sicheren Füßen. Unser gutes altes Haus, nicht das Ballett. Das tanzte den letzten Tanz. Naja, schön war's ja nicht. Das alte Haus, meine ich. Dafür war es nicht sehr bequem und modern schon gar nicht. Aber komisch. Wir hatten's richtig gern. Entschuldigung, mir ist da was ins Ohr gekommen. Berlin ohne Friedrichstadtpalast? Undenkbar. Also bauen wir einen neuen. Hier pflanzt der Intendant das Samenkorn ein, aus dem der neue Palast wachsen soll. Und hier die große Show. Ein Palast entsteht. Eine perfekte Inszenierung. Über 1000 Mitwirkende. Besucher werden gebeten, den Schutzhelm mitzubringen. Na, ist das nicht eine verblüffende Verwandlung? Und hier setzen wir allen die Krone auf. Ich meine, wir setzen allen die Krone auf, die unseren neuen Palast gebaut haben. Eins konnten wir noch nicht mit einbauen. Ihr Lachen, Ihre gute Stimmung, Ihren Beifall, meine Damen und Herren. Liebes Publikum. Aber ich finde, Jans Dufte, dass wir uns kennengelernt haben. Bleiben Sie uns treu. Thank you.